Ja, hallo liebe Leute, liebe FC-Fans. Ja, ihr wartet jetzt auf neue Informationen von der Edition Stefan. Es gibt nämlich was Neues zu vermelden. Es gibt ein neues Projekt nach den wunderbaren Filmen Heinz-Lohe, der mit dem Ball tanzte, und natürlich auch Das Double. Gibt es etwas ganz Neues, und Frank Stefan, der Verlagsleiter, Filmemacher und in dem Fall auch Buchautor, wird uns jetzt erklären, worum es diesmal geht. Es ist diesmal kein Film, es ist ein Buch. Und worum geht es genau? Es geht um eine ganz besondere Zeit des 1. FC Köln. Es geht um die Zeit, als er in der Radrennbahn spielte. Und ich habe das Cover schon mal mitgebracht. So sieht das aus. Das Buch heißt Mythos Radrennbahn. Untertitel: Als bei den Heimspielen des 1. FC Köln der Rasen brannte. Genau das soll dieses Cover auch rüberbringen, dass da tatsächlich wirklich der Rasen brannte. Deshalb dieser Gelbton und dieses knallende Rot. Den Triumphator Flohe im Hintergrund und den im Netz verwickelten Schalker Torwart Niekpohr. Das ist das Thema und ja, darum wird es gehen in dem Buch. Also die Radrennbahn, die löst ja auch bei vielen FC-Fans, glaube ich, immer noch etwas aus, vor allen Dingen natürlich die Zeitzeugen, die damals dabei waren. Was war denn an diesem Stadion so besonders? Also was hat es ausgezeichnet? Die Radrennbahn war ja nur als Provisorium im Grunde genommen gedacht gewesen. Der FC sollte eigentlich nur 1,5, 2 Jahre, wenn überhaupt, dort spielen. Es war so, dass die Stadt Köln sich beworben hatte für die WM 74 und das ging gründlich schief. Der FC musste viel länger dort spielen als ursprünglich geplant. Das war für den FC extrem schwierig, einfach deshalb, weil nur 28.000 Leute in das Stadion gingen. Vorher waren es 60.000, also ein Rieseneinnahmeverlust im Grunde genommen. Also erstmal ein Nachteil eigentlich, Ein wirtschaftlich. Riesennachteil zunächst, ja. Aber dieses Provisorium, das entpuppte sich dann aufgrund seines permanenten Ausnahmezustands im Grunde genommen zu so einer Art Kultstätte eines Powerfußballs, den Köln vorher nie sah und nachher auch eigentlich nicht wieder gesehen hat. Der FC hat in diesem Stadion dann notgedrungen, so gesehen, 106 Spiele, also Pflichtspiele gehabt, wovon er sage und schreibe 79 gewonnen hat und das 79. 79 und die paar Niederlagen, die es gegeben hat, 13 an der Zahl, waren teilweise auch ausgesprochen unglücklich. Also der FC hat dort wirklich ein unglaubliches Spiel aufgezogen. Es sprühte vor Kreativität, vor Einsatz, vor Kampfeskraft, vor Willen und man hat wirklich nahezu jeden Gegner an die Wand gespielt und diese Phase des FC zu dokumentieren, das ist Sinn und Zweck der ganzen Aktion. Diese Radrennbahn, hat das nicht gestört, dass ich meine Radrennbahn beinhaltet, dass da ja eine Rennbahn drumherum ist, ähnlich wie in den Stadien immer diese Laufbahn war, was ja immer so ein bisschen eine Trennung war des Ganzen. Aber ich glaube, da hat man einfach reingebaut, oder? Ja, man hat die Rennbahn einfach mit Holztribünen überzogen und da saßen dann halt eben die Leute. Also die Leute waren dadurch unglaublich dicht am Spielfeldrand und erst recht, wenn halt eben Flutlicht an war, dann hatte das eine ganz besondere Atmosphäre. Das brodelte, das prickelte, das war unfassbar und das hat sich natürlich Natürlich auch. auch extrem auf die Spieler übertragen, die dort gespielt haben. Und Sinn und Zweck des Buchs soll es ja auch sein, dass genau die Spieler, die dort gespielt haben, also ich habe so den Ehrgeiz, wirklich nahezu oder möglichst alle, die noch leben und dort gespielt haben, zu interviewen und danach zu befragen, was dort so besonders gewesen ist. Ich denke, da kommen ja auch Namen zutage, die jetzt vielleicht nicht so zu den ganz Großen des 1. FC Köln gehören, obwohl da ja viele Große des FCs gespielt haben in dieser, ich nenne sie mal Radrennbahn 11. Da gab es aber auch viele Namen, die so für einen Tag große Helden waren oder Paul Schermann, nur mal als Beispiel. Der hat mal gegen Gladbach, glaube ich, mehrere Tore gemacht oder war es Bayern? Nee, Gladbach. Gladbach, Ja. ne? Und das sind so Leute, die du jetzt auch suchst und ansprechen wirst. Und Ja. Jupp Blaeser könnte ich jetzt noch nennen, auch ein Spieler, der in der Radrennbahn einiges bewirkt hat und zu dem ja sowieso schon seit den Double-Zeiten, glaube ich, ein guter Kontakt Flo. besteht. Und sogar vorher schon Ja. Heinz-Flohe-Film etc. Es gibt ja viele Leute in dieser Zeit, die man jetzt vielleicht jetzt nicht all jeder kennt, die aber trotzdem in dieser Zeit wirklich gewirkt haben und ja, ich sag mal, an dieser hervorragenden Phase des FCs mitgewirkt haben. Ja, klar, richtig. Also Sinn und Zweck der Sache soll sein, dass halt möglichst alle auch zu Wort kommen, dass sie ihre Erinnerungen mit uns dann teilen und dass das Teil des Buches werden soll. Und jeder, der da gespielt hat, egal ob nur ein Spiel oder alle 106, je nachdem, sollen zu Wort kommen und sich erinnern. Hast du denn auch viele Fotos aus der Zeit? Ja, also natürlich gibt es Bilder, aber man hat nie genug. Das heißt,
Wenn es Leute gibt, die entweder, also als ganz normale Leute auch im Stadion gewesen sind, diese ganze Atmosphäre kennen und erlebt haben, wenn diese Leute vielleicht auch durch diesen kleinen Film jetzt hier sich motiviert sehen, nochmal in ihren Erinnerungen zu kramen und das vielleicht aufzuschreiben oder aber bereit wären, sich zu melden und zu sagen, ich möchte gerne darüber erzählen, wie es damals gewesen ist, dann sind diese Leute ganz herzlich eingeladen und natürlich erst recht dann, wenn sie Fotos haben. Also Fotos aus der Zeit sind natürlich was ganz Besonderes, schon allein deshalb, weil es ist nicht wie heute mit Handy, dass man da mal eben ein paar Bilder macht, sondern man musste ja damals mit der Kamera dahin und das musste entwickelt werden und so weiter. Das war schon ein bisschen komplizierter. Aber umso wichtiger, wenn jemand was hat oder jemanden kennt, der was hat, dann wäre das fantastisch. Also auch wahrscheinlich Fotos, die jetzt weniger Spielbezug haben, sondern vielleicht auch so, wie damals die Fanszene aufgeteilt war, wie es da in den Blöcken aussah, etc. Ja. Ich denke mal, das ist sicher auch sehr interessant, natürlich auch mal ein Spielbezug, logischerweise, aber davon gibt es ja, glaube ich, doch noch natürlich, einige. Ja. Es gibt ja auch Filmaufnahmen, die haben wir ja auch in den anderen Filmen. Ja, richtig, genau, das gibt es auch. Also schön wäre es natürlich, wenn man da private Sachen auch hätte. Also es macht die Sache natürlich erst recht rund und das macht es noch umso schöner, wenn es denn dann auf diese Art und Weise dann sozusagen, pathetisch gesagt, für die Ewigkeit erhalten bleibt. Also gerade weil das Stadion wurde, habe ich eben gelesen, 1981 abgerissen, da steht heute das Albert-Richter-Radstadion, ein sehr modernes Stadion, aber da passen nur 2000 rein und dieses alte Stadion ist halt nicht mehr zu sehen, dementsprechend wird es bei dir aufleben wieder und ich glaube, darauf können sich alle freuen, auf einen Kult, also wirklich auf einen Kult, der in Köln so ein klein bisschen nicht ganz in Vergessenheit geraten ist, aber jetzt holen wir es aus der Kiste wieder raus, respektive du wirst das wieder machen. Ja, und da freuen wir uns alle sehr drauf. Ja. Ich denke, wir sollten noch mal kurz überlegen, ob das vielleicht auch ein Thema wäre, einen Film zu machen, oder ist das für dich erstmal kein Thema? Ja, die Idee gibt es zwar irgendwie auch, aber das glaube ich, das wird nicht gelingen, einfach deshalb nicht, weil da würde dann, also das Material, was es da gibt, kann es wahrscheinlich, also ich bin mir nicht 100% sicher, das nicht wirklich so rüberbringen, wie das bei Bildern der Fall wäre. Die Spielszenen, die man da sieht, klar, das ist natürlich auch außergewöhnlich, aber es ist zunächst jetzt, Stand heute, nicht als Film gedacht, sondern als reines Buch. Und vielleicht sei das auch noch kurz gesagt, also das Buch wird, ich glaube, ich habe einfach schon gesagt, Ende Oktober, Anfang November erscheinen. Richtig. Und es wird so ähnlich sein wie das Flohbuch, also von der Anmutung her. Also es wird auch DIN A4-formatig sein, ungefähr 168 Seiten haben, 19,90 kosten und gutes Papier haben und so weiter. Also das volle Programm. Absolut. Dann also alle Konzentration auf dieses Buch. In der Hoffnung, dass es euch gefällt. Und wenn ihr Ideen habt, vor allen Dingen, wenn ihr selber eine Geschichte erlebt habt, dort im Stadion, eine Geschichte, die es wert ist zu erzählen, dann schreibt einfach über die Facebook-Seite, über die Adressen, die von Frank eh bekannt sind. Wir können sie auch einblenden. Dann können wir hier natürlich das Ganze sammeln und vielleicht können wir eure Geschichte auch mit aufnehmen. Ich denke, das ist auch nicht. Also ich werde auch eine schreiben. Ja, gut. Nämlich damals immer, da gab es ein Loch im Zaun und dann hinterher musste man dann auch an den Ordnern vorbei und ich glaube, manchmal haben sie mich auch gesehen und haben einfach ein Auge zugedrückt, na, lass der Kleine ruhig rennen und ja. Genau, ja. Wenn ihr auch solche Geschichten zu bieten habt oder andere, wie auch immer, schreibt sie uns auf an Frank Stephan und ich denke, da ist die Chance gar nicht so klein, dass das demnächst dann auch in diesem Werk erscheinen wird. Und damit sind wir auch, glaube ich, erstmal durch, es sei denn, du hast noch was zu sagen. Was heißt zu sagen, es gibt die Möglichkeit, jetzt im Vorwege zu bestellen, das hilft natürlich auch, um die ganze Kalkulation irgendwie in den Griff zu haben. Also jeder, der jetzt bestellt, hat damit seinen kleinen Anteil daran, dass das Buch auch ein tolles Buch wird. Und je mehr Vorbestellungen da sind, desto schöner. Es gibt so eine Art Subskriptionsangebot, das bedeutet, wer zwei Bücher kauft, kann es jetzt im Vorwege für 30 Euro statt für 40 bei uns beziehen und das würde die Kalkulation bei uns auch nochmal verbessern, also das wäre das, was ich noch diesbezüglich zu sagen habe. Das ist ja wunderbar, dann haben wir ja alles gesagt, also fleißig bereits vorab bestellen, hat man auf jeden Fall schon was für später, auch für Weihnachten, weil wenn das Buch rauskommt, dann ist ja schon fast wieder Weihnachtszeit, wollen wir jetzt in den warmen Tagen jetzt gar nicht meinen, aber das geht sehr schnell. Ja, und dann danke ich dir, Frank, und wünsche dir viel Erfolg bei dem Projekt und hoffe und denke, da wird wieder was ganz Großes bei rumkommen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. Danke.